Hallo zusammen. Wir sind heute zu dritt im Camp, machen noch die letzten Arbeiten, weil in Kürze beginnen die Kurse. Roger wird seinen Shelter noch fertig bauen. Vorne hat es noch zwei, drei Neuerungen gegeben, die ihr noch nicht gesehen habt. Die werde ich noch kurz einblenden und euch zeigen. Dann ist auch die Nuria da noch, die ich euch nachher noch mal kurz vorstelle. Die ist neu im Team. Und ja, legen wir los. Ja, da ist alles auch am Arbeiten. Roger holt sich neue Äste für seinen Shelter. Und hier haben wir zum ersten Mal die Nuria. Hallo zusammen. Und Roger, der ja noch nicht mal Hallo gesagt hat. Sorry zusammen. So, das kurz zum Vorstellen. Das ist das Team von diesem Jahr. Mal der Roger. Sorry zusammen. Die Nuria. Hallo. Und ja, ich. Die Nuria, die wir in Zukunft, wenn ich eine Pflanze erkläre, euch jeweils auch noch erklären, was man sonst noch mit der Pflanze machen kann. Also das heißt Rezepte, Liköre, Sirup etc. Alles. Also da freue ich mich enorm drauf. Ganz tolle Videos dann mit dir zu sehen. Und hier sind wir beim Endspurt. Wie ihr gesehen habt, hier die Umzäumung, die wir jetzt gemacht haben noch. Das ist halt auch, dass das Rotwild hier nicht einfach so durchs Camp durchrennt. Bei einem einzigen Zaun könnte es sich verletzen, wenn es nicht sieht. Und da wird er dann noch mit Tannenreising ein bisschen zugemacht, wie beim großen Schelte, den wir auf der einen Seite getarnt haben. Okay, jetzt gibt es den Endspurt und dann zeige ich euch noch, was alles neu ist im Camp und hoffen wir, dass das alles fertig wird heute. Roger, wie gesagt, der Schelter, die Nuria, die macht Holz bereit, die macht im Innenausbau vom großen Unterstand weiter und ich mache dann noch den Eingang. Da machen wir wieder so eine Tafel, also kein Traumfänger wie beim letzten Camp und also, an die Arbeit. Los. Starke Leistung, ja? Ja, wie ihr seht, machen wir jetzt hier den Innenausbau, weil ich habe hier ein Bett reingemacht und damit man jetzt hier hinten die Plane nicht so sieht, gibt es jetzt noch eine Wandverkleidung und dann noch so zwei, drei Extras. Ja, das ist in Zukunft meine Schlafstelle. Hinten ein bisschen ausgekleidet mit der Nuria zusammen und sieht doch angenehmer aus als mit der Plane. Aber auf die Plane kommt man nicht verzichten, weil es sollte für längere Zeit dicht halten und ein Shelter, natürlich ganz klar, der hält eine gewisse Zeit dicht, aber irgendwann mal ist schon fertig. Aber bestimmt kein Jahr. Die anderen Shelter, die sind alle gebaut ohne Bauplane. Aber hier, wie gesagt, das ist Arbeitsraum quasi. Und jetzt haben wir das noch ein bisschen ausgekleidet. Werden wir an anderen Orten auch noch machen, wenn wir genug Bauholz finden. Und jetzt hat es wieder aufgehört. Das ist siehst du, musst du nachher. Ich sehe, wie es gerade das Laub anfängt zu wegwinden. Ja, das ist stund so windet, dann ist es auch trocken.
Ja, damit hier das Laub nicht wegfliegt, obwohl es ja unter die Äste reingestopft ist. Aber es windet natürlich trotzdem recht stark hier oben. Legen wir jetzt da noch so Bretter rein. Und da die Stücke da von dem morschen Baum, da hat es ja einige von diesen morschen Bäumen. Und so ist natürlich das Laub auch ein bisschen geschützt, windet es nicht gleich bei der ersten Böung weg. Wie gesagt, auch diese Schelter sollte natürlich, wenn möglich, so lange halten, wie es geht. Und wenn sie dann noch natürlich wasserdicht sind, umso besser. Ja, und es sieht wieder aus, es fängt wieder an zu winden, es sollte heute Sturm kommen. Es wird dann gleich mal ein erster Test sein. Aber ich habe jetzt schon zwei, dreimal die Kamera rausgenommen. Immer wenn ich sie da vorne hatte, hört es wieder auf. Aber sonst biegen sich da die Bäume doch recht stark rum. Ja, ich finde hier überall noch umgestürzte Birken oder gefällte Birken vom Waldaufseher. Und ist natürlich super Baumaterial für mich. Auch super Brennholz, weil Birke ist ja ganz gutes Brennholz. Aber da werde ich natürlich zuerst mal die Birkenrinde, die nehme ich natürlich weg, weil das wisst ihr alle, ist natürlich perfekt, um ein Feuer zu entfachen, und das wäre mir dann schon zu schade, die einfach aufs Feuer zu schmeißen. Ja, ihr seht selber, der Sturm kommt immer mehr auf. Also wir wollten ja eigentlich ursprünglich mal hier bleiben, aber da wir jetzt mal zuerst mal einen Test für das Camp, ob das Ganze überhaupt auch hält, ist es einfach von der Vernunft her besser, wenn wir da sagen, nee, das lassen wir jetzt mal, und ja. Ja Leute, das war's für heute. Wir haben ein bisschen gearbeitet. Ich und die Nuria. Hey! Ich auch, sehr viel! Und jetzt windet es wieder. Also mal schauen, es ist wirklich gesagt Sturm angesagt. Vielleicht bleibt man hier, vielleicht auch nicht, aber für euch tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn wir hier bleiben, dann dauert das Video einfach länger. Und sonst, ja, ich weiß auch nicht was.